Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Hi, hallo im dicken Engel. Heute mit der Heide Hagen aus Berlin zu einer wunderbaren Veranstaltung, die schon in 10 Tagen stattfindet. Das Camp 2013. Hallo Heide. Hallo. Heide, das Camp. Was ist denn das? Ja, das ist ein Camp. Das ist ein richtiges, schönes, großes Zeltlager, wo ganz viele Piraten sind. Nur Piraten. Ganz viele? Wie viele kommen denn? Wie viele haben sich denn schon angemeldet? Oh, das ist ein Wunderpunkt. Es haben sich noch viel zu wenig angemeldet, obwohl ich weiß, dass noch ganz viele kommen werden. Aber sie melden sich nicht an. Und das ist so typisch für Piraten. Die hassen irgendwas verbindlich zu machen. Das ist schade, ja. Gibst du trotzdem mal so eine Zahl raus oder hältst du die jetzt geheim? Naja, ich würde mal sagen, wir haben so 70 Anmeldungen. Aber wie ich gehört habe, also mit Sicherheit ist das Bundespressetreffen dort und sollten so um 40 Leute werden. Und dann habe ich ein noch nicht ganz bestätigtes Gerücht gehört, dass auch das Poll-Geschäftsführertreffen dort stattfinden wird. Ja, die melden sich natürlich nicht an. Die haben alle so viel zu tun. Aha, und da wollte man schon, fast hätte ich die Kira zitiert mit die Basis ist eine faule Sau, aber ja, so ist es halt im Leben, ne? Aber für wie viel habt ihr denn Kapazität da? Du hast schon mal so ganz klein ein bisschen geleakt, aber erzähl doch einfach mal, was das für eine Location ist. Wo ist denn die eigentlich und wie kommen wir da hin und wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, das ist ein unglaublicher Glücksfall gewesen. Wir hatten ja letztes Jahr das Camp in der Nähe von Berlin. Und zwar dachten wir auch, dass es ein Glücksfall ist. Es hat sich hinterher dann etwas als komplizierter und problematischer herausgestellt. Aber an sich war das auch kein schlechter Ort, weil das war sozusagen eine große private Wiese. Und da waren wir auch völlig unter uns und hatten noch einen schönen Saal und einen kleinen Seminarraum und so Zeug und auch eine kleine Feldküche und eine Open-Air-Bar. Das war alles ganz gemütlich und nett. Aber wir wollten ja, dass es größer wird. Das erste Camp in Mecklenburg damals, da waren wir so um die 60 Leute. Und das war großartig. Es war unglaublich improvisiert und es gab eine Dusche, die im Freien sozusagen funktioniert hat, weil irgendwie Alex da eine Gasflasche hingestellt hat und einen Gasdurchlauferhitzer hing an einem Fass, an so einem Masten mit Kabelbindern festgemacht und an dem nächsten Masten hing dann der Duschschlauch. Das war eine ziemlich lustige Situation. Und das zweite Camp war dann schon sehr viel besser ausgestattet. Aber was wir jetzt gefunden haben, das hat Kapazitäten für, ich schätze mal, wenn wir alles ausnutzen würden, bis zu 500 Leuten. Wir könnten da eine Riesenveranstaltung draus machen und wir haben es ganz für uns allein. Der Betreiber, das ist eine große alte DDR-Ferienanlage, der Betreiber ist ein lustiger, gelassener, kettenrauchender Franke, der gesagt hat, das ist eine interessante Veranstaltung, er mag die und er reserviert uns das gesamte Gelände nur für uns, dass wir unter uns sind. Und das ist ein Riesengelände. Das ist so eine Art Bergtal mitten im Thüringer Wald. Etwas schwierig zu finden, wir werden es gut ausschildern. Wir haben eine sehr akribische Anfahrtsplanung von allen möglichen Städten von André im Wiki. Wir werden einen Shuttle einrichten, dass wir alle die letzten 1,5 Kilometer, wo nichts hinfährt, die Leute mit dem Auto abholen werden, damit sie nicht ihr ganzes Gepäck hochschleppen müssen. Es geht da schon ein bisschen bergauf, ein bisschen immerhin. Und es ist unglaublich geschützt. Es hat eine Zufahrt und danach ist eigentlich nichts. Wald. Rundherum ist Wald. Ein Bach. Und wir können Krach machen, so viel wir wollen. Ach, das wollte ich gerade fragen. Das Einzige, was wir stören können, sind Rehe und Hasen, ne? Ja, genau. Und da kommen wir dann alle hin und dann packen wir irgendwie unsere mitgebrachten Butterbrote aus oder wie funktioniert das dann? Nein, wir haben doch noch Aurelie. Aurelie hat schon beim letzten Camp gekocht. Aurelie ist eine Kiezköchin, die hat
eine kleine Suppen- oder Volksküche, sagt man da so in Berlin. Das ist ein Catering-Unternehmen, was Kindergärten und Veranstaltungen, wenn sie politisch auf der Linie liegen sozusagen, bekocht. Also Ureli würde niemals ein Treffen von deutschen Bankmanagern bekochen, sondern sie bekocht am liebsten Piraten. Und Ureli hat einen Helfer dabei. Und dann hat sie immer ganz viele Helfer von den Piraten, die vorher schon sagen, ja, ich werde Küchenhilfe. Und dann klappt es ganz großartig, weil sie ist eine sehr versierte vegetarische Köchin, immer mit veganen Varianten. Und weil wir ja über die Hälfte mindestens Fleischesser sind, wird es auch noch zwei große Grills geben, die bestückt werden. Ach, Grillgut muss man sich selber mitbringen, ne? Man kann, aber man muss nicht. Ich habe eine Hilfe dabei, einen Thüringer Piraten vor Ort, der den besten Metzger aussuchen wird und ordentlich Grillgut mitbringt und sich auch um den Grill kümmert. Ah, das ist gut. Für so weit anreisende Baden-Württemberger, für mich natürlich besonders angenehm. Du hast gesagt Thüringer. Thüringen ist ja in der letzten Zeit, also nicht nur durchs Würstchen, sondern auch durch Überschwemmungen unangenehm aufgefallen. Müssen wir damit irgendwas rechnen? Brauchen wir Ruderboot, Schwimmwesten, Taucherglocke? Nee, ganz ja nicht, weil dieser Bach ist, glaube ich, noch recht gezähmt, weil er sehr nah an der Quelle ist. Da passiert nicht viel. Da haben wir kein Hochwasser und wir liegen ja ein ganzes Stück schon weiter oben im Thüringer Wald. Das ist ja ein kleines Gebirge, ein Mittelgebirge. Das ist eine gute Nachricht. Das heißt, wir brauchen uns nicht irgendwie zu fürchten, dass wir dann stecken bleiben in irgendwelchen Fluten, sondern können hoffen, dass wir da trockenen Fußes hinkommen und da auch trocken bleiben. Auf jeden Fall. Neulich hat schon jemand getwittert, der Sommer wird dieses Jahr auf dieses Wochenende vom Camp gelegt. Das hat er sehr gut getwittert. Ich glaube es auch. Hoffentlich. Ihr habt da, du hast gesagt, es gibt eine Zufahrt. Kann man da auch parken, wenn man da irgendwie mit dem Auto unterwegs ist? Weil das war ja letztes Mal ein bisschen abenteuerlich da im, wo war das? In Klein, nee, Großbenitz. Ja, das war Großbenitz und es war abenteuerlich. Wir haben diesmal, es ist kein Ort, ne? Es ist einfach nur diese Ferienanlage und wir haben eine Menge Parkplätze. Ich habe gefragt, was ist, wenn dieser große Parkplatz hier voll ist? Und dann hat Andreas, der Betreiber, gesagt, naja, wenn es gar nicht anders geht, dann parke ich mal auf dem Fußballplatz. Also das ist wirklich großzügig dort. Das ist super. Habt ihr auch Programm oder so? Also das letzte Mal, kann ich mich erinnern, gab es ja eine sehr schöne Abendveranstaltung. Da hat der Pluto aus Berlin da über seine Variante von Frauenfreundlichkeit geredet. Und das war ja gleich ein richtig toller Hammer als Auftakt. Und dann gab es ganz, ganz viele spannende Vorträge und Podiumsdiskussionen und alles drum und dran. Ich habe jetzt noch nicht im Wiki geguckt. Habt ihr da wieder ein Programm gemacht oder ist es diesmal ganz frei? Ich habe jetzt 12 Stunden an dem gesessen. Ich bin echt fertig, aber ich glaube, das Programm steht in den größten Teilen. Und wir haben diesmal auf mehr Qualität geachtet. Wir haben gute Referenten, teilweise aus der Piratenpartei, die mit einer guten Innensicht eben ausgestattet sind, weil sie die Piratenpartei schon sehr lange kennen und mit den Leuten noch sehr lange arbeiten. Und wir haben Referenten außerhalb der Piratenpartei oder nicht richtig außerhalb, aber solche, die nicht so involviert sind und die eine bessere Außensicht haben und die Piratenpartei mit einer ordentlichen Distanz auch betrachten und rüberbringen können. Wir haben ganz praktische Themen und wir haben Metaebene auch in guter, ausreichender Menge. Und es geht nur um Wahlkampf in jedem Sinn. Wir werden Wahlkampf üben und wir werden Wahlkampf diskutieren, warum und wieso und wie und was ist überhaupt Kampf. Und wir werden alle möglichen Wahlkampfarten zusammentragen in einem Workshop und wir werden eine, das wird besonders interessant, eine Software vorstellen, die mein Lieblingsentwicklerteam im Berliner Landesverband, so drei Jungs, also zwei Jungs und ein Mädel und noch ein Mädel gebastelt haben, die ganz unglaublich gut
für die Organisation, für die fliegende Organisation von Wahlkampfveranstaltungen funktioniert. Das heißt, da kann dann jeder Landesverband sich darüber fast vollautomatisch organisieren. Das ist sehr praktisch, das Ding. Und das heißt eben, das war der Arbeitstitel, war das Ding und es bleibt an ihm kleben. Das ist ein praktisches Ding. Das heißt, das Ding, diese Software. Und ich glaube, das wird eine ganz interessante Vorstellung. Also ihr stimmt uns voll auf den Wahlkampf ein. Ja, das ist sozusagen der inoffizielle Wahlkampfauftakt. Der offizielle ist, glaube ich, eine Woche vorher in Berlin, ne? 10.11., oder? Ja, das kann sein, das war irgendeine Party. Ich krieg's gerade nicht mit, ich mache nichts anderes als Camp-Organisation. Ich lese keine Berlinisten mehr im Moment, ich schalte völlig ab, ich mache nichts als diese Organisation. Ich schreibe zwar unglaublich viele Mails an ganz viele Leute die ganze Zeit und rede mit ganz vielen Leuten, aber es geht nur um das Camp, frag mich nach nichts anderem. Ah, im Moment tust du da, glaube ich, echt gut dran, keine Mailinglisten zu lesen. Sag mal, wir kommen da dann hin und also so Leute wie ich, die wollen ja dann irgendwie immer so ein festes Dach haben und haben sich irgendwie ein Hotel genommen, aber du hast so von Hotel. Also auf der einen Seite hast du von Camp, hast von Zelten geredet. Letztes Mal war das ja so eine etwas feuchte Wiese. Und du hast aber auch schon mal irgendwie angedeutet, da gibt's Hütten oder so. Erzähl mal, komm. Also diese Ferienanlage, die hat so große Holzhütten. Das ist so wie so ein kleines Dorf immer angeordnet. Und in diesen Holzhütten gibt es Stockbetten oder Liegeflächen übereinander. Ich glaube, wir haben eine 6-Bett-Hütte, die habe ich reserviert schon. Die hat sich schon jemand reserviert, diese 6-Bett-Hütte. Und ansonsten sind es so 8 bis 9 Bett, also Bett-Schlafplatz-Hütten mit einem Vorraum. Und manche haben sogar eine Veranda, wo man noch irgendwie draußen rumsitzen kann und auch irgendwie sich's gemütlich machen kann. Da wird in der Mitte wird dann auch ein Feuerplatz sein. Ein paar sind so ein bisschen etwas abseits gelegen, für Leute, die vielleicht eher ein bisschen Ruhe haben wollen. Und diese Hütten sind gemütlich und bequem. Und wer keine Lust hat, ein Zelt zu bauen, auf einem echt romantischen Zeltplatz, ich will sagen. Also der Zeltplatz an sich lohnt sich schon. Aber wer da keine Lust hat, so, der kann sich einen Hüttenplatz dazu mieten. Das kostet dann 20 Euro mehr. Okay, Standardpreis, glaube ich, ist 48 Euro, ne? Für Teilnehmen und Frühstücken und so und Suppenküche und 20 Euro dazu für einen Schlafplatz in der Hütte. Das ist nicht wirklich viel, oder? Für ein ganzes Wochenende. Heide? Ah ja, verdammt, ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay, das sind 42, nicht 48, weil wir wollen die Zahl beibehalten. Wir finden die 42 schön. Aber sie deckt nicht so ganz die Kosten, die 42. Also sie würde die Kosten decken, wenn 300 Leute kämen, aber darauf wage ich nicht mehr zu hoffen. Kann ich wohl dir eine kleine Steilvorlage geben in Richtung Sozialrates? Ja, schwierig ist noch schwieriger, ne? Weil die 42 sind das eigentlich schon, diese Sozialrate. Aber wir haben auch einen, für Leute, die echt keine Kohle haben, haben wir auch diese 23 Euro noch dabei. Und es gibt ja Leute, die sind klasse, die kaufen ein Solidarticket und das kommt dann denen zugute, die gar nichts haben. Die kaufen dann einfach eins für 67 Euro oder einer, glaube ich, hat sogar ein goldenes, ich weiß nicht, das ist noch mehr, gekauft und das fließt dann einfach in die 23-Euro-Tickets rein. Das ist super. Sagst du für die Leute, die jetzt hier zuhören im Podcast und für die, die jetzt hier noch nicht angemeldet sind, hoffe ich, und nachher gleich angemeldet sein werden, mal die Webseite, auf der man sich da anmelden kann? Die Webseite ist ganz einfach, die heißt dascamp.net und da ist dann auch gleich oben die Navigation, wo dann steht zur Anmeldung. Genau, da habt ihr ja glücklicherweise einen Riesenrahmen oben drüber gesetzt, nachdem ich das mitgefunden hatte. Toll. Und da braucht man jetzt ja im Moment irgendwie leider gar nicht irgendwie das Gefühl zu haben, man käme nicht mehr rein. Trotzdem gebt denen bitte eine gewisse Planungssicherheit und meldet euch da an, die ihr gehört. Ja, und wenn ihr nicht kommt, meldet euch trotzdem an, ja, und macht ein bisschen Solidarbeitrag für die Leute, die nur 23 Euro bezahlen können. Ja, das wäre natürlich klasse. Aber ich würde es natürlich wirklich schön finden, wenn es ganz viele wären, weil ich glaube, dass dieses Camp von den Räumlichkeiten, von der Anlage her und von dieser gesamten Situation und den Referenten einfach
eine ganz großartige Veranstaltung wird und sie wird umso besser, umso mehr da sind, gute Stimmung. Das ist ein guter Punkt. Für mich ist immer ganz wichtig, gibt es da WLAN? Dafür wird Alex sorgen. Alex ist der WLAN-Chef. Das wird, da vertraue ich drauf. Guck mal, der Dau hat gerade gepostet, das Camp.net, ich glaube, der hat recht, ne? Das ist die Seite. Ja, genau. Und da steht hier oben ganz fett zur Anmeldung. Ja, also letztes Jahr war das ja eine sehr lauschige Veranstaltung, weil es den größten Teil der Zeit in Strömen geregnet hat und wir uns unter den wenigen überdachten Flächen da zusammen haben. Das war ja super lustig. Haben wir diesmal auch, wenn es schlechtes Wetter sein sollte, irgendwie die Möglichkeit, uns ein bisschen unter Dächer zurückzuziehen? Wir haben diesmal einen Saal, der in 3 Säle aufteilbar ist und der ist riesig. Also das ist kein Vergleich mit dem Saal vom letzten Mal. Das ist, ich glaube, der fand einfach so mal eben 300 Leute, gar kein Problem. Und den kann man dann unterteilen mit Falltüren, sodass wir dann einen Vortragssaal 1 und einen Vortragssaal 2 und in der Mitte eine Referenten- und Pressebetreuung haben, damit die sich nicht stören gegenseitig. Dann haben wir aber auch noch einen Seminarraum 1 und einen Seminarraum 2 und einen Seminarraum 3. Oh, das heißt, wenn man sich irgendwie spontan mit jemandem zurückziehen will, da kann man da auch noch, hat man da noch eine Chance auf so ein Räumchen? Wenn man sich spontan mit jemandem zurückziehen will, in eine kleine gemütliche Ecke, dann tut man gut, sich mit den Hüttenbesitzern anzufreunden. Weil die haben ja auch alle noch ihre Zimmerchen dort, ihre kleinen Wohnzimmerchen. Und da ist auch genug Platz für kleine Dreier-, Vierergruppen, die, was weiß ich, informell Gehirnschnecken häkeln wollen oder so. Wie, die Hütten haben Wohnzimmer? Die Hütten haben ein Wohnzimmer. Wir haben ein oder zwei Schlafzimmer, je nach Hütte, und eben ein Wohnzimmer. Cool. Und eine Veranstaltung. Okay, das heißt, wir haben also ganz, ganz... Pierre, du willst was sagen? Ich schau mir ja die Location gerade auf Google Maps an und dachte nur entsetzt, oh meine Güte, das ist ja fast in Süddeutschland. Das war Absicht. Wir wollen unbedingt, dass die Bayern kommen. Wir finden nämlich die Berliner Basis und die Hamburger und die Mecklenburgische Basis versteht sich viel zu schlecht mit den südlichen Bundesländerbasis. Und deswegen wollen wir das Camp direkt in der Mitte haben, damit die alle kommen können und sich mal kennenlernen und vernetzen können. Wäre die Mitte nicht eher Kassel? Kassel hat nämlich so eine tolle Location. Wir haben da echt gesucht. Ich habe 2 Monate lang alle Ferienanlagen und Campplätze und was weiß ich durchforstet und habe Unmengen von Gesprächen geführt. Und dann sind wir auf dieses Ding gestoßen und noch ein anderes bei Jena, was irgendwie auch irgendwie nett klang. Und sind wir da hingefahren, weil die waren am verheißungsvollsten. Aber Waldgrund hat alles geschlagen. Also das war genau alles, was wir wollten und zu einem einigermaßen günstigen Preis. Coole Sache. Leider haben wir irgendwie ein bisschen zu wenig Werbung gemacht nach Süden hin. Ne? Nur so wenig Leute sich angemeldet haben. Finde ich eigentlich total schade. Mal gucken, ob wir diese Aufnahme, die der RS da gerade macht, nachher noch zweckmäßig im Krähennest positionieren können. Dann kriegen wir wenigstens in Nordrhein-Westfalen ein bisschen was und das können wir ja dann vielleicht in Bayern, Baden-Württemberg nochmal auf die Landeslisten geben. Anmeldung ist ja kein Problem, auch kurzfristig noch. Ne? Ja, anmelden kann man sich immer kurzfristig, aber wie gesagt, ne, wir werden nicht 150 Essen bestellen, wenn sich nur 80 Leute anmelden. Wenn dann ganz, ganz viele auf den letzten Drücker kommen, dann kriegen wir ein Problem. Das wäre schade, ne? Dann kommt First Come, First Serve, ne? Also First Anmeld, First Serve hoffentlich. Auf jeden Fall. Aber warum? Gibt es denn da keinen Supermarkt um die Ecke? Guck mal auf Google Maps. Ich dachte, du hast dir das gerade angeschaut auf Google Maps. Ja, ich habe erstmal so ausgezoomt, um abschätzen zu können, wie schwierig das für mich zu erreichen ist. Weil unabhängig von irgendwelchen 42 oder 23 Euro Tarifen muss ich da ja auch noch hinkommen oder müsste ich da hinkommen. Ich glaube aber, das ist sowieso nicht so mein Ding, weil ich nicht so engagiert bin und bei irgendwelchen Wahlkampfvorbereitungen dann eher der Partykiller wäre. Das kann nicht sein. Weiß ich nicht genau. Ich würde irgendwie informell die Trollfraktion vertreten. Lasst euch von mir nicht ablenken und fahrt fort.
Ich glaube, so ein thematischer Schwerpunkt auf Wahlkampf, das kann doch sehr interessant sein, weil dann auch tatsächlich physische Personen, anders als hier im Mumble, wenn man irgendwas diskutiert, da sich real live Auge in Auge gegenüberstehen und vielleicht ganz tolle Ideen rauskommen und ganz viel Diskussion entstehen, die hier irgendwie nicht so super funktioniert. Die Kandidaten und die Beauftragten und so, kommen die auch? Also ich denke mal, ein paar werden schon kommen. Ich weiß nicht, ob die Beauftragten kommen. Die Beauftragten haben vielleicht viel zu tun mit ihren Beauftragungen, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich kenne auch ganz viele Namen noch nicht, die auf der Liste stehen. Das ist diesmal ein bisschen anders. Auf der letzten Veranstaltung waren es ja hauptsächlich Berliner und diesmal finde ich wenig Berliner da drin. Katerstimmung oder zu weit oder worauf führst du das zurück? Ich denke mal beides. Ich habe die ja selber auch, die Katerstimmung. Ich kann sowas sehr gut nachvollziehen im Moment. Ich glaube, die Katerstimmung ist nicht nur in Berlin so. Ich glaube, wir sind alle irgendwie etwas ermattet oder viele von uns etwas ermattet gerade. Aber ich weiß, dass mich das Camp immer aufgemuntert hat, weil die Atmosphäre ist doch ganz anders als auf irgendeiner anderen Parteiveranstaltung. Die Leute sind anders drauf, wenn sie im Zelt sind und wenn sie am Lagerfeuer sitzen und sich in Ruhe miteinander betrinken können. Das hat immer Spaß. Und wir haben auch noch nie irgendein Problem gehabt mit einem Troll. Auch Trolle sind lustig auf dem Camp. Vor allem, wenn Sie anstelle des Betrinkens das Bekiffen vorziehen und einen Redeflash haben. Das wollen wir heute nicht im Detail diskutieren. Das können wir gerne in der Nachsitzung besprechen. Ja, gut. Also dann ist das halt so, dass nur bisher nur 75 Leute angemeldet sind, dass Platz für 500 da ist. Also haben wir jetzt noch Room for Improvement, 425 Piraten, bis nächste Woche bitte anmelden bei der Heide. Hopp, hopp. Wollen wir das nochmal über die Landeslisten jagen, Heide, dass wir das ein bisschen, dass wir da auch ein bisschen Werbung für machen, dass sowas stattfindet? Ja, das haben wir ja schon gemacht, beziehungsweise wir haben es redlich versucht, aber man scheitert echt an den Administrationen, an Admins der Landeslisten. Das ist manchmal gar nicht einfach, ne? Ja, aber ich sehe jetzt hier, die Christine kommt aus Hamburg, Tompala kommt aus Rheinland-Pfalz, der Peer kommt, glaube ich, auch aus Hamburg oder sowas, die Kira kommt aus Nordrhein-Westfalen, der Graf ist aus Berlin. Also wir wissen, wir haben hier fast alle Landeslisten beisammen, bin ich überzeugt, und wir kriegen hier ruckzuck das nochmal auf allen Landeslisten beworben, da bin ich ganz, ganz sicher. Ja, das wäre gut. Versteht es als Aufforderung. Ich würde mal gerne fragen, habt ihr denn irgendwelche das Camp-Mails auf euren Landeslisten überhaupt gefunden? Also wir haben versucht, an jede Landesliste etwas zu schreiben und ich bin also an der NRW-Landesliste fast verzweifelt. Ich habe dann auf die NRW-Ankündigungen geschickt, weil das wurde mir dann empfohlen, aber ich habe da keinerlei Rückmeldung bekommen, ob das angekommen ist oder nicht. Also ich kann dir über meine Landesliste nichts sagen, weil die bei mir im Spam-Folder ist aus Gründen. Das ist Aber meine auch. ja, das ist halt im Moment gerade irgendein Problem. Und eigentlich ist es ungerechtfertigt, weil normalerweise müsste man ja so nur so vier, fünf Leute irgendwie ins Spam-Folder rufen. Wie dem auch sei, die hier Anwesenden, habt ihr über eure Landeslisten was mitgekriegt? Nicht alle auf einmal. Ich habe das Gefühl, alle schlafen. Ich hoffe. Ich lese meine Landesliste auch nicht. Sonst jemand? Ging das in Hamburg und Rheinland-Pfalz über die Listen? Okay, sie schlafen wirklich alle. Ja, aber dann lass doch alle die jetzt irgendwie wach sind, nochmal eine Aktion machen und das nochmal erwähnen, Link rumschicken. Ich meine, das ist ja kein großes Ding, da mal ein Mail auf die Liste abzudrücken und gut ist. Ja, negative Assoziationen wird das ja nicht hervorrufen, habe ich noch nie jedenfalls was davon gehört. Ist also auch für den, der es schreibt, völlig risikolos. Und Thüringen ist ein schöner Ort. Man kann Honig bestellen, wenn man Lust hat. Gibt viel laute Musik abends, gibt großes Lagerfeuer abends, warme und trockene Schlafplätze. Was will man mehr? Es sind lauter Piraten da, ist doch toll. Ja, und vor allen Dingen sind lauter entspannte Piraten. Haben Das können wir keinen. dann auch nach der Sitzung diskutieren. Ich habe das nie anders erlebt. Das ist schon irgendwie ganz klasse, wenn da irgendwie mit einer hohen zweistelligen Anzahl von Piraten abends im Lagerfeuer sitzt. Ja, das hat schon ganz besonderes Flair, selbst wenn es regnet.
Ja, Mann, es ist aber irgendwie ein bisschen schade. Wir haben hier verdammt wenig Zuhörer und eigentlich keinen, der irgendwie etwas Genaueres wissen will. Vielleicht ja doch. Wollen wir mal in die Runde fragen? Ja, Leute, wollt ihr irgendwelche gemeinen Internas wissen oder wie die Innenausstattung einer Hütte aussieht oder was man mit dem Saal als anstellen oder Genauigkeiten zum Programm oder irgendwas, was das Essen angeht oder dieses kalte Schwimmbad, was wir da haben, das wird auch lustig. Da gibt es ein riesiges betoniertes Becken, wodurch der Bach läuft und der Bach kommt aus einer Quelle etwas weiter oben. Der ist saumäßig kalt. Das Wasser hat aber Trinkwasserqualität. An der tiefsten Stelle ist er 1,80 Meter tief. Das, man kann da wirklich drin schwimmen, wenn man morgen. Ich werde das machen. Vielleicht eine Frage zu dem Bach aus aktuellem Anlass. Wie sieht es in Thüringen in dieser Gegend mit Hochwasser aus? Führt der Bach vielleicht auch Hochwasser und ist nicht nur 1,80 Meter tief, sondern vielleicht 3,50 Meter im Moment? Nein, der Bach ist ganz klein, ist ganz nah an der Quelle. Der schafft es gar nicht, Hochwasser anzusammeln. Das Ding liegt ziemlich weit oben, also da nichts mit Hochwasser. Musst du dir mal auf Maps anschauen. Das ist wirklich schon in einem Mittelgebirge drinnen. 600 Meter, sagen die Höhenlinien. Das klingt doch schon mal verträglich, ne? Ja, ich bin jedenfalls total gespannt. Ich freue mich schon richtig drauf. Ja, wenn jetzt hier so unglaublich viel so Zuschauerbeteiligung ist. Ich habe meine Fragen losgeworden. Heide, magst du uns noch was mit auf den Weg geben? Ansonsten machen wir mal einen ganz kurzen Krähennest-Podcast. Ja, ich glaube, das wäre keine schlechte Idee, so einen kleinen Podcast daraus zu machen. Ja, ich würde mich freuen, wenn so viel wie möglich kommen und wenn diese Veranstaltung, die ja ganz schön Vorbereitung und Mühe kostet, dann auch so viel wie möglich Leuten genutzt wird. Und ich freue mich, wenn alle meine Freunde kommen. Ich freue mich, wenn neue Freunde kommen. Ich habe jetzt gerade noch in den Chat gepostet, dass ich für NRW die Infos gerne auch nochmal weiterleite, beziehungsweise auch die Mailingliste unserer Piraten NRW ML. Und wie gesagt, die Infos hatte ich schon am Rande hier und da und dort, weil aus NRW doch einige Leute hinfahren zum Camp, von denen ich weiß. Und es wird ja wohl auch das B-Press jetzt dorthin verlegt. Und da die werden natürlich zwar einige Dinge auch intern machen, im Rahmen der üblichen Themen, die da eine Rolle spielen. Aber das waren bei den letzten Treffen eigentlich immer Größenordnung 35 bis 50 Piraten, die dabei waren, sodass das Camp auf jeden Fall bereichern wird. Du, das ist nett von dir. Ich habe mir jetzt gerade deine E-Mail-Adresse kopiert und schicke dir dann die Mail weiter, die letzte, die ich da an die Ankündigungsliste geschrieben habe, nochmal. Und ich finde es toll, wenn du sie dann auf die Liste postet. Das gefällt mir. Das ist sehr. Ja, ich habe eben in der Liste mal mit Suchfunktionen nach dem Wort Camp gesucht, habe da nichts gefunden in meinem Mail-Account, sodass das bisher scheinbar nicht richtig weitergegangen ist. Ja, gut, dann ist es nötig, dass du das tust. Ich schicke dir die heute Abend. Ich sehe im Zuschauerraum jemanden aus Bayern. Ich sehe auch einen Beisitzer vom Bezirksverband Tübingen aus Baden-Württemberg. Sehe jemanden aus Hamburg, sehe jemanden aus Rheinland-Pfalz. Ich glaube, wir decken ein paar Bundesländer ab, wenn jeder hier das macht. Wo könnte er denn so eine Vorlage für ein Mail von dir herkriegen, Heide, wenn er oder sie sich jetzt gerade hier nicht outen möchte? Ich wüsste nicht, wohin dann schicken. Ich habe eine. Eigentlich ist auf der Das Camp-Netzseite schon alles, was man wissen muss. Wenn man also auf Das Camp 13 geht, dann habe ich da eine schöne Einladung geschrieben, die das so im Groben beschreibt, was es sein soll. Und jetzt gibt es eine Reihe, mit der habe ich heute angefangen, wo wir unsere Referenten vorstellen. Und ich werde eigentlich jetzt jeden Tag irgendeinen Referenten vorstellen. Ich habe den Speiseplan gepostet. Es gibt Bilder auf dieser Seite. Wenn man diese Seite durchsucht, da findet man zwar dann aus Versehen auch immer alte Sachen von 2012, aber man findet auch schon, man bekommt eine sehr genaue Vorstellung, wie das Camp 13 aussehen wird. Ein bisschen verschneit, ja. Aber au, da sehe ich ja diese Halle. Das ist ja riesig groß. Ja, das ist ein Riesending. Da scheinen Reste einer Eisenbahnstrecke zu existieren. Wohin führte die denn? An irgendwelche erkundbaren
Tunnelanlagen. Siehst denn du das? Das habe ich noch nicht gesehen. Ah, ich schaue nicht nur auf Google Maps. Keine Ahnung, also eine Eisenbahnstrecke habe ich nicht gesehen. Ich weiß nur, also der Bernd Schreiner, der Thüringer, der hat mir erzählt, er wüsste, wo in der Nähe eine heilige Quelle ist. Und die würde er mir zeigen. Das finde ich auch geil. Eine heilige Quelle. Habe ich noch nie gesehen. Oh, cool. Ah, da fällt mir noch was ein. Das letzte Mal hatten wir ja einen, so eine Art Baracke mit Toiletten für Mitstehmöglichkeit und für Toiletten mit Sitzmöglichkeit. Ich sehe hier sogar einen Duschraum. Wir haben nicht nur einen Duschraum, wir haben auch eine wunderbar behindertengerechte Toilette und ein behindertengerechtes Bad. Und wir haben behindertengerechte Hütten, also Schlafplätze für Hütten. Das ist, diesmal haben wir wirklich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Richtig gute sanitäre Anlagen zum Beispiel, im Gegensatz zum letzten Mal. Das war ja ziemlich cool, wie Leute da mit umgeschlungenen Handtüchern da aus dieser Baracke rauskamen und erstmal durch den Matsch. Das war schon sehr, sehr lustig. Ich fand das auch sehr persönlich, ja. Ja, diesmal haben wir es ein bisschen seriöser. Okay, und das ist jetzt das dritte Camp, hast du gesagt. Das ist das dritte und wir würden das wirklich gerne richtig fest etablieren und wenn das jetzt diesmal einigermaßen klappt, dann wird es vermutlich auch sofort fürs nächste Jahr gebucht werden, der Ort eben einfach jeden Wunsch von uns erfüllt. Man muss dazu sagen, dass auch der Camp-Betreiber mit uns so zufrieden ist. Er ist nämlich jemand, der eine politische Haltung hat, der sehr froh ist, dass wir Piraten ihn dann beim Nazis blockieren in Sonneberg unterstützen. Oh, wo ist denn Sonneberg? Sonneberg ist eine kleine Stadt, die in der Nähe ist. Und da war letztens ein Nazi-Aufzug und da sind dann auch ein paar Piraten beim Blockieren gewesen. Und er ist davon sehr angetan, ist ein entschiedener Nazi-Gegner. Und im Gegensatz zu unserem vorherigen Camp-Betreiber ist er ein Juwel. Ich glaube, in dem Örtchen da wohne ich. Sonneberg? Ja, kann sein, dass du so heißt. Da gibt's nicht so richtig viel in der Nähe, ne? Nee, du hättest ja auch eine Hütte nehmen können. Ja, ich bin ganz traurig. Nee, aber das ist schon richtig so. Ich bin ja morgens früh da. Frühstück gibt's auch, gell? Frühstück gibt's auch. Es gibt ein Frühstücksbuffet. Habt ihr diesmal für den Johannes auch irgendwie was Flüssiges zu den veganen Körnern zum Frühstück? Was Flüssiges? Ja, ich habe da noch dieses denkwürdige Foto, wo der Johannes einen Teller trockene Körner runterwürgt, weil es nichts Veganes zum Drüberschütten gab. Naja gut, nee, das, ich kann Urli noch mal dran erinnern, da hat sie kein Problem mit irgendeiner Sojamilch, die sie noch dazu packt. Ja, nur so aus gutem Herz, weil das sah doch schon ganz, ganz übel aus irgendwie und ich glaube, er hat auch sehr lange gebraucht, um den Teller da leer zu essen, hat mir richtig leid getan. Dann nimmt man halt einfach Orangensaft als was Flüssiges oder Apfelsaft, das schmeckt doch auch gut. Ich glaube, es gab's da nicht. Wer das Bild haben möchte, kann das ja privat von mir bestellen, ne? Oh, das ist gemein. Ja, du kannst es auch privat von mir bestellen. Okay, ich will's haben. Ja, also ich bin da schon echt gespannt, ne? Und ich komme garantiert zum Frühstück schon rüber. Ich meine, der Early Bird da. Nee, toll. Kaffee gibt's auch. Ja, ich muss noch was Hübsches erzählen. Wir haben noch was Schickes, was wir auch vorher nicht hatten. Wir haben eine große Hütte, also ein Haus, ein Häuschen. André sagt immer dazu, das ist der Konsum. Da können wir nämlich ein Café und eine Bar einrichten. Und dort wird es dann morgens Kaffeemaschinen-Kaffee geben, also nicht so Filterkaffee, sondern richtigen, guten Kaffee, so wie letztes Mal auch. Und abends machen wir da vielleicht Cocktails und nachmittags machen wir da Waffeln. Und das ist unser, ja, schickes kleines Café, mitten im Ort sozusagen. Das klingt irgendwie sehr verheißungsvoll. Also hast bis jetzt noch nichts erzählt, was es mich irgendwie reuen lassen würde, da zwei Plätze gebucht zu haben. Sag dir was, du wirst es bereuen. Vor allen Dingen, weil wir uns dann treffen können. Ja, das finde ich auch gut. Machen wir da so einen kleinen für die anwesenden Drogenpiraten. Nee, Funkpiraten darf ich ja nicht sagen. Hallo, Podcaster, bitte rausschneiden. Nein, für die drogen- und suchtpolitisch interessierten Piraten, die da so eine kleine Extra-Veranstaltung. Wenn es sich spontan ergibt, bin ich dabei. Jo, das letzte Mal hast du die ganze Zeit Kaffee gemacht. Da hast du überhaupt keine Zeit gehabt. Ja, das stimmt. Das letzte Mal hatte ich keine Zeit, aber ich glaube, diesmal werde ich sogar einen Workshop
wenn sich nicht... Welche gibt's denn um die Zeit schon? Was meinst denn du? Ah ja, schwierig. Das ist mir auch gerade eingefallen. Bisschen früh. Es gibt Risspilze und da gibt's einige tödliche dabei. Also im Frühjahr ist Pilze sammeln nur was für echte Experten. Pilztour mit Bunder. Das wäre ja auch was Lustiges. Ja, aber nur im Herbst. Was war mir eben da noch durch den Kopf geschossen? Ach, jetzt habe ich es wieder verloren. Schade. Nee, aber das wird einfach richtig super. Ich habe noch was. Ja. Pass auf, was lustig ist. Und zwar, da könntest du auch was machen. Wir machen am Samstagabend nach dem Abendbrot eine Veranstaltung, wo jeder einen kleinen Talk halten kann. Also jeder bekommt für 5 Minuten das Mikro, wenn er sich da anmeldet und kann, egal zu welchem Thema, eine kleine Rede halten. Tatsun hat sich schon für einen Rant angemeldet. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird sicher lustig. Ich werde vielleicht auch sagen, hast du ja Lust, irgendwas zur Suchtpolitik zu erzählen oder was dir sonst so einfällt? Keine Ahnung, es wird sicher konträr und es wird sicher lustig. Ich bin gespannt, aber wenn ich was sagen würde, dann bestimmt nicht zur Suchtpolitik. Da geht es irgendwie um Wahlkampf und dann können wir über Wahlkampf reden. An dem Abend können wir reden, was wir wollen. Also, da kann auch das abseitigste Thema zur Sprache gebracht werden. Das ist so, weißt du, das haben wir alle irgendwelche Workshops hinter uns, wir sind völlig erschöpft, wir haben Abendbrot gehabt und dann wollen wir eine entspannte Unterhaltung führen mit allen zusammen, mit diesem Mikrofon. Und ich glaube, dass es ziemlich lustig werden kann. Man darf gespannt sein. Nee, über Drogenpolitik braucht man beim Piraten, glaube ich, wirklich nicht mehr zu reden. Ich hatte gestern Abend so eine Veranstaltung hier im Rhein-Neckar-Kreis und da waren mehr Leute als überhaupt bei jedem anderen Themenabend oder jedem anderen Stammtisch, den wir bis jetzt hatten. Und ich habe überhaupt nichts gesagt. Die haben mir unsere Drogenpolitik auch so erklärt. Das war einfach super. Tolles Erlebnis. Brauchst du beim Piraten nicht drüber reden. Vielleicht sollten wir lieber da reden, was man nicht auf Mailinglisten postet und was besser nicht zu Twitter gehört. Da gibt's auch einen Workshop für. Die Workshops, die überschneiden sich auch ein bisschen thematisch, das ist klar. Und da gibt es einen Workshop, der macht Mediation und macht da so ein paar kleine Übungen und verrät Strategien. Und in einem anderen Workshop geht es dann auch um Außenwirkung und was bei den Leuten ankommt und wie man es schaffen kann, irgendetwas anders ankommen zu lassen bei den Leuten. Also auch Strategie. Und ich denke mal, da kann man schon profitieren. Also soweit ich die Referenten einschätze, sind die alle ganz fit in ihrem. Ja, bis jetzt sind wir ja auch weitestgehend unprofessionell im Wahlkampf unterwegs. Ne? Das kann überhaupt nicht schaden, sich da mal mit Leuten, die sich da auskennen, zusammenzusetzen und sich mal ein bisschen informieren zu lassen. Ne? Ja, nicht nur informieren, sondern selber üben. Also gucken, wo hat man Schwächen? Wie verhält man sich vor einer Kamera? Oder wie kann man besser argumentieren lernen? Und in welche Situationen sollte man sich nicht bringen lassen? Und welche Situationen sind für einen günstig? Das ist gut. Und nicht nur für Kandidaten, sondern für alle, ne? Ja, wir stehen ja alle an irgendwelchen Infoständen nachher. Ja, eben. Wir machen alle auf irgendeine Art und Weise irgendwann Straßenwahlkampf und dass der nicht nur an Infoständen stattfinden kann und darf und muss, da werde ich dann wahrscheinlich, wenn nicht jemand kommt, der noch was viel Besseres hat, werde ich dann einen kleinen Guerilla-Shop, unsere lustigsten Berliner Aktionen vielleicht mit anderen zusammensammeln, wo es andere noch wirklich gute Aktionen gab, wo man dann einfach auch mal auf Stände und Kugelschreiber verzichten kann, sondern einfach viel lustigere und durchschlagendere Sachen kann. Das wäre schön, wenn man da mal ein paar gescheite Ideen bekäme. Ja, da könnte man bestimmt noch aus dem Landtagswahlkampf Berlin da ein bisschen unter die Arme greifen, ne? Haben wir ganz interessante Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel ist jemand mal auf mich zugekommen und hat gesagt, wisst ihr, warum ich euch gewählt habe? Weil ihr so gute Musik dabei hattet. Und wer war das? Das waren die tschechischen Piraten mit ihren Ziehharmonikern. Die waren so klasse, dass die Leute, hey, die wählen wir, weil die Musik ist so geil. Die sind ja einfach nur Lust, da müssen wir wählen. Also, klar, es war Sympathie, ne? Aber wie kommt man sympathisch rüber? Mit welchen Aktionen? Das wäre dann in meinem Workshop. Also ein Papier und Bleistift mitnehmen. Heide, willst du uns noch was sagen? Sonst haben wir jetzt 50 Minuten zusammen. Machen wir einen kurzen Podcast und ich versuche, den Teil neu ins Training zu bringen.
Ja, wie gesagt, ich kann immer nur sagen, kommt, das ist alles, was ich sagen kann. Kommt, es wird eine tolle Veranstaltung. Sie wird immer besser, je mehr Leute da sind. Dem ist nichts hinzuzufügen, mache ich eine kleine Abmoderation. Vielen, vielen Dank für die, die hier waren und uns nicht ganz allein hier haben sitzen lassen. Vielen Dank für die Hörer des Podcasts, die bis hierher durchgehalten haben. Nochmal mitgegeben, http://dascamp.net, kein Bindestrich enthalten, nur ein Punkt. Und anmelden, Solidarbeitrag zahlen und kommen. RS, machst die Aufnahme aus. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.